Also meine Liste ist voll. Hört man an seiner Stimme? Nein, gar nicht. Wo hört man das denn? Ich freue mich voll. Kann es gar nicht abwarten. Das wird Beste. Tanzt du mal? Ich kann Hauptstory weitermachen. Ist doch nicht toll. Wir kommen in der Hauptstory weiter. Dicke Katze! Dickes Katzenflummi. No. Diese Knopfaugen. Tschüss. Aber hey, jetzt kann ich hier die Nebenquest auch machen. Gut, ne? Haustier, warte. Muss ich kurz wieder in den Ordner rein switchen. Das wäre ein creepy Bild. Wo haben wir denn Schönes? Ich habe so viele Bilder. Ich habe so viele Bilder. Da. Tada. Mein Dickerchen. Mein kleines, süßes Dickerchen. Mein Lämpchen. Oh, wie süß. Ja. Das ist mein kleiner, süßer. Kleiner, süßer von den Puppen. Der, mit dem ich jede Nacht zusammen schlafe. Der sich jede Nacht auf mich drauflegt. So, dass Mami nur auf dem Rücken schlafen kann und nicht auf der Seite, obwohl sie Seitenschläferin ist. Aber ich liebe ihn trotzdem. Irgendwie gruselig, wie da sein Auge einfach offen ist. Da ist sein Auge einfach offen. Mal guckt mir dieses Pferdchen an. Jo. Wie es mit viel im Bett ist. Wenig Platz auf jeden Fall. Ja. Okay. Hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Das war eine 35er. Wo bleibt er denn bloß? Er wollte doch schon längst. Hallo, Kitty. Hier sein. Nie kann man sich auf ihn verlassen. Ich würde ihm ja liebend gern entgegengehen, um ihm Beine zu machen. Aber die Gegend um Halatali ist alles andere als sicher. Größer noch als meine Ungeduld ist meine Angst vor Monstern. Du bist doch eine Abenteurerin, nicht wahr? Kannst du nicht nach meinem Bruder suchen? Könnte ich. Aber möchte ich das auch? Ich hätte da ein kleines Problemchen. Ich wurde von einem Priester beauftragt, seine Robe zu flicken. Aber sie ist in einem dermaßen schlechten Zustand, dass ich nicht genug Ersatzstoffe dabei habe. Falls du zufällig beim Kohlenstoffbahnhof vorbeikommst, könntest du dann dort für mich ein verlumptes Leinenstück besorgen? In dieser Gegend ist es Brauch, die Gräber mit Eltiklavendel zu schmücken. Als nun einige Hinterbliebene danach suchten, wurden sie plötzlich hinterrücks von finster Mandragoras überfallen. Es ist doch schrecklich, wenn die Lebenden nicht einmal in Ruhe ihrer Toten gedenken können, sondern dabei selbst in Gefahr geraten. Damit es nicht wieder dazu kommt, müssen wir die Monster vertreiben. Kannst du dich darum kümmern? Der Überfall ereignete sich östlich von hier, in der Nähe der versteinerten Gubur. Ja, da immer noch irgendeine Katze. Da ist ein Kitty. Und hat gerade erstmal fett in die Wohnung geschissen. Ah je. Schön. Riecht bestimmt gut. Das ist alles 18er. 35.
Und konntest du bei uns schon etwas zur Ruhe kommen? Leider haben auch wir mit dem Tod zu kämpfen. Die vielen Leichname sind dir ja sicher nicht entgangen. Ja, kleine Hundert. Ach nee, die heißen ja Fußsuppen. Ja, Fußsuppen. Diese kleine, niedliche Fußsuppen. Es ist eine tragische Geschichte. Je mehr Leute sterben, desto mehr Insekten brüten in ihren Leichen. Diese wiederum tragen gefährliche Krankheitserreger in sich und verbreiten schreckliche Seuchen, die weitere Todesopfer fordern. Wir müssen diesen Kreislauf des Todes durchbrechen, bevor es im Flüchtlingslager verlorene Hoffnung zu einer humanitären Katastrophe kommt. Ich habe Monsterabwehr Räucherstäbchen vorbereitet. Bringen Sie bitte zu Zavaka in verlorene Hoffnung. Aber lass dir ruhig noch etwas Zeit. Ich weiß, dass auch du Wunden zu lecken hast. Das Speier der Kirche. Oh Gott. So, ich soll mich also um dich kümmern. Na, vielleicht kannst du mir jetzt zur Ablenkung etwas zur Hand gehen. Sieh dir das mal an. Ist das nicht eine feine Uhr? Sie stammt von einer Leiche, die aus Camp Knochenbleich zu uns gebracht wurde. Leider ist die Uhr kaputt. Mit dem letzten Herzschlag ihres Trägers hat auch die Uhr aufgehört zu schlagen. Den Toten wieder zu beleben überstärkt meine Fähigkeiten. Aber ich glaube, die Uhr könnte ich reparieren. Allerdings bräuchte ich dazu zwei ganz bestimmte Werkzeuge. Ein Spitzmeißel und ein Spitzzange. Neoseer scheinen Goldschmiede genau jene Werkzeuge zu benutzen. Ich habe mich etwas umgehört und im Camp Knochenbleich scheint dann und wann ein reisender Goldschmied vorbeizukommen. Wenn du einen Spitzmeißel und eine Spitzzange von eben jedem Reisenden besorgen könntest, wäre ich dir äußerst dankbar. In einem kleinen Lederbeutel solltest du eine angemessene Summe finden, um ihn zu einem Handel zu überzeugen. Da ist er. Diese dicke Katze, ey. Ja. Süß. Jo. Natürlich, du kannst ein bisschen schneller reiten als ich. Ich kann noch nicht. Ich bin noch lahmarschig. Ey, du suchst einen Spitzmeister und einen Spitzzange? Tatsächlich habe ich ein paar übrig, aber umsonst kann ich dir meine Werkzeuge natürlich nicht verlassen. Hier. Guck mal. Bei dir im About Me aufgefallen. Du bist nicht 25. Ja, ich muss es noch ändern. Ich muss es noch ändern. Ist ja erst 2 Wochen? 3 Wochen? Fast 3 Wochen her. Das ist alt. Alt ist relativ. Man ist nur so alt, wie man sie fühlt. Und ich finde, mit 26 bin ich noch nicht alt. Wenn es verliert, mein Schatz, dann fressen wir es. Hallo, Hybrids. Und hier wird nichts gefressen. Das war das Gute nachträglich. Dankeschön. Wenn wirklich nein, sonst bin ich Rentner. Also wirklich, du bist doch kein Rentner. Also Kitty. Also wirklich. Nein, mit 26. Ohne Witz, ich fühle mich mit 26 nicht, als wäre ich 26. Ich fühle mich nicht, als wäre ich 26. Ich fühle mich jünger. Deutlich jünger. Ich habe das Gefühl, ich bin bei 19 oder 20 stehen geblieben. Das Einzige, was ich werde, ist immer dicker. Na, wobei, ich halte seit 1,5 Jahren mein Gewicht. Also von daher. Passt. Kein Zweifel, das ist ein faires Angebot. Also gut, hier hast du sie. Beehre mich doch irgendwann wieder. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Saftig süß. Was?
Fühle ich es? Oh ja. Oh ja, mein Schatz, ich fühle es. Kümmern wir uns mal um Bruderherz in Not. Bin lahmarschig. Es geht doch wohl noch. Lass mal die. Warte. Oh Mann. Oh Mann. Einfach nein. Alter, eigentlich müsste ich schon verkloppt am Boden liegen. Huch. Ich hab grad nicht aufgepasst. Hey, lass den Heiler in Ruhe. Du Lump. Huch. Habe ich erwähnt, dass ich diese Klasse hasse? Alter, ich will die endlich auf 50 haben. Ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. Danke, das war Hilfe in einer letzten Minute. Ich hatte schon gehört, dass es bei Halatali gefährlich ist. Aber mit dem Blechriesen hatte ich nicht gerechnet. Oh, ist es wirklich schon so spät? Dann muss ich mich beeilen. Meine Schwester Vorndreck kocht bestimmt schon vor Wut. Das ist geil, dass du sie nicht magst. Das ist gut, dann wisst ihr es ja jetzt. Nein, wie geil! Papakatze und Babykatze. Papakatze, Babykatze. Ja, mir geht's gut. Wieso? Nur Fragen. Papakatze, Babykatze. Papakatze, Babykatze. Nein, ich habe nur eine kleine Störung in meinem Kopf. Und hui, mein Schwanz drüber weg. Gummicat, hüpfen hier und dort und überall. Als Bein ich ganz schwierig wurde. Ja. Hui. Erstmal einen schönen guten Abend in die Runde. Wie geht's euch so? Ich bin am K.O. hungrig und müde. Ja. Wie war deine Arbeit? War alles gut? Mir geht's soweit gut, Hybrid. Danke der Nachfrage. Freut mich, dass du da bist. Ist meine neue Ultrastation? Ja. Hab ich's jetzt? Ja, hab ich. Yay, jetzt habe ich 3 rote Kreise um mich. Und ich werde denke krank. No! Warum werdet ihr alle krank? Oder, dass du Effekte aus hast. Ach so. Ja. Soll ich sie anschalten? Kann sie gern mal anschalten. Huch. Nee, da schalte ich sie nicht an. Nein, da schalte ich sie auch nicht an. Ich kann gern mal anschalten. Jetzt sind sie an. Und dann gibt es wieder Funke, Funke, Heiterkeit. Gruppen ist das halt cool. Ja, gut. Kommt halt immer drauf an, ne? In Inis ist dann nervig. Bin auch krank im Kopf. Das sind wir alle. Das sind wir alle. Danke, dass du meinen Bruder gerettet hast. Beinahe hätte ich einen weiteren Verwandten beerdigen müssen.
Übertreib! Alter! Klatsch die gleich weg, ey! Die Katastrophe hat viele Opfer gefordert. Nicht nur unter uns, sondern auch unter Tieren und Pflanzen. Niemand war vor der Zerstörung sicher. Selbst die mächtige Gobu, wie auch immer, die hier in der Nähe versteinert ist, war nicht gegen die gewaltigen Kräfte gefeit. Sie hat sich durch die felsige Landschaft von Kyrtas gekämpft, nur um dann hier zu verenden. Auf ihrem Rücken trug sie zahlreiche seltene Pflanzen mit sich, die nach ihrem Zusammenbruch keimten und sich ausbreiteten. Die Gobu und die Pflanzen sind Symbole für Vergänglichkeit und neu entstehendes Leben. Wir dürfen die Katastrophe niemals vergessen, und doch müssen wir nach vorn blicken und einen Neuanfang wagen. Ich habe schon wieder ein bisschen Blut erhalten. Du hast heute einen Beitrag dazu geleistet. No, wir hatten einen Folgeauftrag. Vater Idiot hat so viel für uns getan, dass ich ihm eine kleine Aufmerksamkeit erweisen möchte. Was passiert denn da jetzt schon wieder? Ich habe da an ein kleines Geschenk gedacht, aber leider reicht mein Geld nicht. Kannst du vielleicht Ismu in der Kirche von Zuzoru in Camp Knochenbleich fragen, ob er sich beteiligen möchte? Mein Beitrag habe ich Irmgard in Camp Knochenbleich als Anzahlung gegeben. Falls sich Ismu und Zuzoru, Alter, was habt ihr für Namen, Leute, beteiligen, dann bringt ihr Geld bitte zu irgendwas. Irmgerade, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Oh, da bist du ja wieder. Was machst du mit dem ganzen bisschen Blut? Im Garten, netter Name. Uka. Ist doch wahr, ey. Was sind da so komische Namen? Oder bist du ja wieder? Konntest du die Werkzeuge auftreiben? Konnte ich. Danke, ich mache mich gleich an die Reparatur. Hurra, die Uhr funktioniert wieder. Die Zeit ihres Besitzers mag abgelaufen sein, doch unsere Zeit läuft weiter. Ich muss gestehen, ich bin selbst etwas überrascht, dass mir die Reparatur überhaupt geglückt ist. Ich meine, warum kann ich Uhren reparieren? Warum kenne ich mich mit der feinen Mechanik aus, um dem genau aufeinander abgestimmten Zusammenspiel der Federn und Zahnräder? Aus einem mir unerfindlichen Grund kenne ich den komplizierten Aufbau bis ins Detail. Bei der Reparatur haben sich meine Finger beinahe wie von selbst bewegt. Tut mir leid, ich rede Unfug. Wahrscheinlich bin ich einfach nur erschöpft. Bitte bring die Uhr zu Ilunet. Sie betet gerade für den verstorbenen Besitzer der Uhr. Den wir dann spielen. Bärbel nennen. Neko Bärbel? Oh nein! Oh Gott. Kitty, übertreib! Betreib! Betreib einfach! Ja, was gibt's? Hier. Uhr. Oh, das ist aber eine hübsche Uhr. So eine kleine und feine Uhr sehe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Das muss aus dem galäischen Kaiserreich stammen, ganz bestimmt. Die galäische Technik soll der eosäischen ja um Jahrzehnte voraus sein. Zumindest habe ich das gehört. Vielleicht war der Besitzer ein Galäer, womöglich sogar ein Spion. Zur Sicherheit werde ich das der Legion der Unsterblichen melden. Komisch, dass Marquess die Uhr so ohne weiteres reparieren konnte. Ein bisschen verdächtig finde ich das schon. Meine haben auch immer Flausche Schwanz. Kitty, was stimmt nicht mit dir? Alles gut? Meine hat aber, glaube ich, auch den flauschigsten. Oder den zwei flauschigsten? Ich weiß es gar nicht. Bin immer flauschig. Uns hat eine Nachricht aus der Bucht des Armsterns erreicht. Die Bewohner dort möchten, dass wir einige Leichen, um die sich keine Angehörigen kümmern, von unserem Friedhof bestatten. Ist der flauschigste. Ah, okay. Sehr gut. Ja, ich weiß es nicht auswendig. Ich nehme immer das, was flauschig aussieht und fertig. Selbstverständlich gehört es zu unseren religiösen Pflichten, uns um die leiblichen Überreste der Verstorbenen zu kümmern. Aber es sind so viele, dass sich der Transport hierher schwierig gestaltet. Kannst du uns dabei helfen? Ja? Dann melde dich bei dem Händler in der Bucht des Abendsterns und hilf dabei,
die Leichen zu transportieren. Vielen Dank. Ja, ich habe hier aber noch Geschenk für Vater Iliot. Iliot, wie auch immer. Ismur. Hi. Ein Geschenk für Vater Iliot, das ist eine prächtige Idee. Ich habe ihm viel zu verdanken. Ja, ne? Alter, verdammt ist, was machst du da? Da hat man ein, mal die Gefekte an. Stufe 8. Alles zum Blatt Völker fertig. Sehr geil. Sehr geil, Hybrid. GZ, wo muss ich hin? Ich muss runter. Hier ist irgendwo da unten die Alte. Aua. Ah, hier. Der liegt doch schon seit Wochen hier tot in der Ecke. Okay. Ein Geschenk für Vater Iliot? Nichts lieber als das. Der Vater ist solch ein bescheidener Mann. Wenn wir ihm nichts schenken, leistet er sich nie etwas Gutes. Ein Drachen von den Muckis abholen. Nice. Bei mir dauert das alles noch. Ich habe noch nicht mal die Realm Reborn Völker fertig. Also noch nicht mal angefangen. Noch nicht mal möglich, dass ich sie freischalten kann. Dauert das noch. Ja, Baron hat mich mit der Suche nach einem geeigneten Geschenk beauftragt. Ich habe auch schon etwas Feines gefunden. Aber die Anzahlung reicht dafür nicht. Oh, Sophie, das zeigt mal wieder, wie beliebt Vater Iliot ist. So gut, das Geschenk. Wie wäre es mit einem Zimtkeks? Ich habe schon oft beobachtet, wie Vater Iliot im Vorbeigehen einen hungrigen Blick darauf geworfen hat. Bin mir sicher, dass er ihm schmecken wird. Die Kekse sind sündhaft teuer, aber mit stolzen Sümmchen können wir uns einleisten. Mhm. Hier ist Zanster. Extra nochmal zurückgeguckt. Damit wir das bunte Licht begutachten können. Ja, das dauert bei mir, bis ich das alles hab. Ich freue mich auf meine ersten Reliktwaffen. Oh nein, jetzt hat er den Heiler ausgepackt. Jetzt hat er den Heiler ausgepackt. Ach du Scheiße. Jetzt geht's rund. Sehr gegrüßt, meine Tochter. Was kann ich für dich tun? Hier, Zimtkeks. Oh, welch herrlicher Duft. Der Keks ist. Sieht so köstlich aus. Ach Gott, Alter, ist das hell. Das ist ein Geschenk der Priester, sagst du. Wie rührend. Ich muss mich unbedingt bei ihnen bedanken. Die Frau meines Sohnes hat auch immer so leckere Sachen gebacken. Ach, waren das noch glückliche Zeiten, als die beiden noch unter uns weilten? Oh, ein Krebs incoming. Mhm. Ich meine, es sieht schön aus. Aber. Okay, ist der Stab cool. Der Scarabeus. Erstmal blenden. Mhm. Und? Hat sich Vater Iliot gefreut? Ja? Dann hat sich die Mühe ja gelohnt. Ich habe gehört, dass sein Sohn bei der 7. Katastrophe gestorben ist. Das muss ein schwerer Schlag für ihn gewesen sein. Trotzdem verzweifelt er nicht, sondern setzt sich aufopferungsvoll für andere ein. Ihm gilt mein größter Respekt. Ja! Durch! Durch! Dann muss ich nur noch die anderen machen. Das Astro-Licht ist schlimmer. Mhm. Hi. Muss zum Buch des Abendsterns. Das blitzt mega, ja. In der Tat tut es das. Da muss ich hin. Was für eine spannende Hauptquest. Du kommst aus der Sankt Adama Landama Kirche? Ich hatte mit einem Totengräber gerechnet. Aber für deine Hilfe bin ich selbstverständlich auch dankbar. Es geht ja auch erst einmal nur um den Leichentransport. Einige der Toten haben keine lebenden Angehörigen mehr, die sich um die Bestattung kümmern. Wenn sie hier noch länger herumlegen, würden sie bald verwesen und stinken. Deshalb wollen wir sie zur Sankt Adama Landama Kirche bringen und dort ordentlich bestatten lassen.
Was das für Tote sind? Na, die armen unschuldigen Seelen, die das galileische Killerkommando bei seinem Überfall niedergemetzelt hat. Die Hintergründe kenne ich auch nicht genau, aber es ist auch nicht mehr zu ändern. Uns bleibt nichts weiter, als um die Toten zu trauern. Übrigens, habe ich dich hier schon mal gesehen? Du kommst mir bekannt vor, aber das ist jetzt wohl nicht wichtig. Für den Transport der Leichen steht am Dorfeingang eine Schokobo-Kutsche bereit. Kannst du die Leichen bis dorthin tragen? Insgesamt sind es 8 Leichen. Ich fürchte, du wirst ein paar Mal hin und her laufen müssen. Alles klar? Na, dann mach dich an die Arbeit. Astro TV. Mein Döner-Teller ist da. Oh, ich habe auch Bock auf Döner-Teller. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal gezündet habe und es war dunkel in meinem Raum. Während der Explosion war es dann hell. Das glaube ich. Roter Kohl. Alter. Licht. Licht der Verdammnis. Jetzt 1 Kilogramm Fleisch dazu, eine extra Schale und Riesenbecher Soße. Boah, geil. Lauch. Bist du die Totengräberin? Ach, nur die Leichenträgerin. Oh, gut. Dann immer her mit den Glücklosen. Ja gut, das sind die ersten 4. Ich lege sie auf die Kutsche. Das müsstest du noch 4, da müssten noch 4 weitere am Hafen liegen. Kannst du die auch noch holen? Mhm. Kann ich. Frag mich, wie ich 4 Leichen auf einmal transportiere. Wie viele Leichen willst du tragen? Ja. Mhm. Wenn du das nicht so schon hell findest, wie es dann, wenn es bumm macht. Yeah. Zwei unten am Arm. Stell dich doch nicht so an. Ist doch leicht. Hybrid, wollen wir das mal ausprobieren? Ja? Wollen wir? Du fängst an! Ich weiß, das ist keine angenehme Aufgabe. Aber es sind doch nur noch 4 Leichen. Das schaffst du noch. Mhm. Gut, das sind die letzten. Ich mache mich gleich auf den Weg zur Kirche. Danke für deine Hilfe. Du kannst jetzt zur Kirche zurückkehren und deine Belohnung abholen. Auf bald. Gib mir fast bitte für den Mord. Ah. Schön. Richtig schön. Ah. Was willst du denn hier sagen mit den Leichen? Naja! Du probierst das mal in echt? Und dann kannst du nochmal sagen, ich soll mich nicht so anstellen. Du machst das vor, ich mach's nach. Wo soll ich dich hier denn hernehmen? Lass dir was einfallen! Ansonsten. Wir können ja mal nachgucken, Halbert. Obacht. Jetzt schon's makaber. Wir gehen einfach in ein Leichenhaus. Und holen uns da die Leichen raus. Hey, das hat sich gereimt. Oder wir buddeln die Leichen aus. Von gerade frisch Beerdigten. Ist auch überhaupt nicht makaber. Und stört überhaupt nicht die Totenruhe. Aber egal. Versorgt die Leichen, ich wohne direkt in meinem Friedhof. Oh no! Ohne Witz, ich habe, als ich das erste Mal allein gewohnt habe, tatsächlich neben einem Bestattungsunternehmen gewohnt. Also ich habe tatsächlich neben Leichen gewohnt. Es war auch immer schön, wenn dann die Leichen da reingekarrt wurden. Das ist ein bisschen zu weit. Halbert nur ein bisschen.
Ich habe extra vorgewarnt. Ich sag's doch, das geht ein bisschen. Das ist ein bisschen makaber. Du hast aber gefragt, woher wir den Leichen nehmen sollen. Wir können uns doch einfach totstellen. Geht auch. Ich kann auch so tun, als ob. Buddy, was geht das? Alter, Kitty. Alter. Boah, hell. Das Schlimmste ist, ich hab's auf 2 Monitoren. Oh Gott, das hat aufgehört. Hui! Es brennt alles. Wir fragen mal bei einem Bestatter, wie viel so eine Leiche wiegt und wie... ein großes Wecker dafür. Ich glaube, eine Leiche wiegt so viel wie ein normaler Mensch. Je nachdem, glaube ich, denke ich. Je nachdem, was es... Ne? Weißt du? Ich glaube nicht, dass sie... Oder verlieren die viel Gewicht? Ich weiß es nicht. Verlieren Leichen viel Gewicht? Wenn sie tot sind? Kurz nach ihrem Tod? Ich weiß, wir kümmern uns hier gerade um sehr, sehr komische Fragen. Schlüssiggas jetzt. Aber auch so schnell? So, jetzt reden wir über Details. Ich glaube, wir lassen das für dich, dass wir noch auf dumme Gedanken kommen. Hybrid sind wir nicht schon auf dumme Gedanken gekommen. Ganze, was wir sonst so wird ja abgesaugt. Aber passiert das nicht erst viel später? Also ja, blasen sie sich nicht erstmal auf? Wie Alu das sagt? Und dann passiert das? Ich weiß es nicht, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich behaupte das jetzt einfach nur, weil vermute es. Oder verlieren die das direkt, nachdem so. Wir reden jetzt gerade von frischen Leichen, nicht von alten Leichen. Gut, dass wir es noch 22 Uhr haben. Jeder, der jetzt nur in den Stream kommt, denkt sich also, okay, worüber reden die da jetzt? Könnt ihr mal kurz diskutieren, ich lese in der Zeit. Danke, dass du uns in dieser prekären Angelegenheit geholfen hast. Der Schokobo-Kutscher war gerade hier. Wie kann der schneller sein als ich? Und hat die Leichen abgeliefert. Wir werden uns alsbald um ihre Bestattung kümmern. Die Armen wurden wohl von galileischen Soldaten getötet. Wie konnte es so dazu kommen? Sie sind auf ewig stumm und können uns ihr Leid nicht beklagen. Ihre Wunden sehen schrecklich aus. Möge Tal ihnen Ruhe und Frieden schenken. Mhm. Ich kann nur das sagen, was ich durch das Horrorspiel gelernt habe. Genau, die blähen sich auf und dann mit einer Nadel wie ein Luft. Fliegen sie dann auch so durch die Luft und machen so... Entschuldigung. Also, verliert sich ja doch die. Ne? Machen wir auch wie so ein Luftballon? Eine Leiche in der Schnur befestigen, damit er nicht wegfliegt. Nee, die platzen so stinkt denn. Okay, nee, danke. Dann will ich. Dann doch lieber nicht. Dann verzichte ich doch dankend drauf. Ich dachte, ich könnte die jetzt so als Luftballon mitnehmen. Das eigentlich also benutzen. Ui. 34 bis 35, was habe ich für eine Waffe? 32, ha. Okay. Du mit einem Bestellungsunternehmen gemacht. Ah, okay. Ja, gut. Aber komm, meine Vermutung war trotzdem gut. Hätte doch sein können. Hätte ja klappen können, ja. Okay. Ja, ich werde müde. Wir haben noch eine Stunde.
Oder den Toten aus der Bucht des Abendsterns ist ja auch eine Silfe. Sie sollte nicht hier unter, sondern unter ihresgleichen beerdigt werden. Kannst du ihre Leiche zur Silfenzuflucht überführen? Ich weiß nicht viel über Silfen, aber sicher haben sie eigene Totenbräuche und Rituale. Hier könnten wir ihr kein würdiges Begräbnis bieten. Meine erste Leiche sah aus wie... Fand das schon nicht lustig. Verstehe ich gar nicht. Ich glaube, in so einem Job müsste man echt alles mit Humor nehmen. Oh, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, in sowas zu arbeiten. Ich stelle mir das ganz, ganz furchtbar vor. Ich habe auch Gott sei Dank noch nie jemand Todes gesehen. Also in echt. Bin ich ganz dankbar für. Ich bin auch kein Fan von Begräbnissen mit offenen Särgen. Ich war Gott sei Dank bisher immer bei Urnenbestattung. Da wird mir ganz anders, wenn ich dran denke. Wuchernde Eferanke. Hops, eine Haarmücke. Glühwürmchen. No, Glühwürmchen. Juckt es nicht, ich bin da komplett kalt. Ja, mich leider schon. Tote Tiere sind grenzwertig. So, Kitty geht jetzt aber ein wenig fast vorspielen. Da ist ja jetzt ein neuer Update drauf. Es stimmt, das habe ich vorhin bei einer anderen Streamerin gehört, dass es ja ein neues Update gab. Mach das, Kitty. Ich beneide dich da nicht drum. Ich bin kein Phasmo-Fan. Lass es aber nicht Iron hören. Iron horcht bei Phasmo ja immer sofort auf. Er hatte eine Sache. Das ist ja nicht, dass mich tot nicht stören. Ja, stimmt. Wobei ich glaube, wäre das bei mir gewesen, würde es mir erst recht stören, glaube ich. Aber das ist ja jeder anders. Aber, oh Gott, ich kann mir noch nicht mehr so Krimi-Serien oder sowas angucken. Ich finde das ganz furchtbar. Gut, allein wenn ich Blut sehe, bin ich raus. Blut ist schon too much. Ich habe zu viele Tote gesehen, aber meist ein Stückchen. Kitty, was? Was ist mit dir? Kitty, was ist mit dir? Stimmt mit dir nicht. Sehr schön, Ryan wäre dann perfekt für dich. Den Soldat James Ryan habe ich schon gesehen. Leider. Habe ich tatsächlich schon gesehen. Nein. Nein, wirklich nicht. Einfach nein. Gegrüßt sei die Laufende aus dem Sonnenwind. Bringst du Nachricht von der unsrigen Noraxia? Ja, aber wegen der Leichen, Hybrid. Wegen der Leichen. Der Film ist gut, aber die Leichen, Hybrid. Die Leichen. Der Tod. Es geht um die Leichen. Wie? Die unsrige ist tot? Das schreckt die meinige zutiefst. Komuxiu, was ist passiert? Warum ist die deinige so aufgewühlt? Hände Kopfweh. Warte mal. Hallo, das passiert ja sehr oft. Also nicht, dass wir das Thema Leichen anschneiden, sondern dass wir sehr, sehr seltsame Themen zu seltsamen Uhrzeiten haben. Da sind wir ganz, ganz groß drin.
Trinke ich noch ein Energy? Nee, ich lasse es. Das ist genauso meine Sache, auch wenn ich eher auf der Stufe Anfänger stehen würde. Jo. Ah. Aber wir sind schon lustiger Haufen. Wenn die Meister Flachwitze losfliegen, wird es dann noch besser. Aber wie gesagt, unsere Themen sind teilweise, naja. Mein Humor ist in der Kategorie Baumwolle. Na, aber schön flauschig. Bei der Baumwolle. Oh, ehrenwerte Ältigste. Oh, ich will nicht lesen. Was führt die Abenteuerlustige zu den Unsrigen in der Silfenzuflucht? Die Meinige möchte alles darüber erfahren. Die Laufende muss den Unsrigen alles genau erzählen. Die Unsrigen wurde also ermordet. Oraxia. Die Meinige weiß, welche die Unsrige zum Sonnenwind geschickt hat. Die Laufende der Morgenröte oder die Abenteuerlustige trifft keine Schuld. Laufende, bitte erzähle mir, was war die Unsrige tapfer? Ja. Wollen die Dielen pflücken? Oh Mann. Dann ist es gut. Die Unsrige hat ihr Schicksal erfüllt. Die Unsrigen werden ihr ein würdiges Begräbnis bereiten. Ich kann schon nicht mehr lesen. Vielen Dank, Laufende. Und der Dank geht auch den Laufenden der Kirche. Die Abenteuerlustige richtet ihnen unsere Grüße aus. Sollen wir das Licht ausmachen? Tudum. Noraxia wurde von den Gastin getötet. Das werden die Unsrigen ihnen niemals verzeihen. Falls die Abenteuerlustige jemals gegen die Gastin kämpfen wird, werden die Unsrigen sie unterstützen. Die Unsrigen werden den Mord an Noraxia nicht vergessen und nicht verzeihen. Was wollen kleine Blätter dagegen tun? Mein Gut, dass ich bis zur nächsten Ini noch Ewigkeiten brauche. Ich muss nur unbedingt dran denken, dass ich noch die 30er-Quest für den Tomatogen fertig mache. Wie ist der endlich Schwarzbark hier? Danke für deine Hilfe. Damit sind alle Opfer des halbtürkischen Überfalls ordentlich bestattet. Ich freue mich, dass die Silfe unter ihresgleichen in Frieden ruhen kann. Nun können wir nichts weiter für sie tun, als für ihr Seelenheil zu beten. Ruhe dich erst einmal aus und erhole dich von den Strapazen. Du hast vorläufig genug für den Bund der Morgenröte getan. Wie will ich schwatzen? In der Tat. In der Tat. Jetzt darf ich wieder zu ihm. Oh, jetzt kommt das Ding. Adaria Eistatze, auf ein Wort. Ich möchte dich um deinen Rat bitten. In letzter Zeit werde ich das Gefühl nicht los, Beobachter zu werden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber mir ist ganz und gar nicht wohl dabei. Als ich vorhin draußen bei den Gräbern war, glaubte ich, einen Schatten zu sehen. Das könnte mein Beobachter gewesen sein. Kannst du draußen nachsehen, ob dir etwas Ungewöhnliches auffällt? Das war ganz unten, ne? Jupp. Hier was voreilig.
In der Tat. Oh mein Gott, nein! Das ist so kompliziert, ey. Der arme Inder! Was kann der Inder denn jetzt schon wieder dafür? Der arme, arme Inder. Der tat halt. No. Einfach no. Achso, ich kann einmal die Gruppe auflösen. Spann mich nicht so auf die Folter. Was ist passiert? Ich habe Kampfeslärm gehört. Bist du verletzt? Was wollte der Angreifer hier? Hat er mich beobachtet? Doch was könnte er von einem Mann ohne Erinnerung wollen? Es muss etwas mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Ein beunruhigender Gedanke. Vater Iliot muss umgehend von dem Vorfall erfahren. Bitte erzähle ihm genau, was passiert ist. Es kann gut sein, dass wir uns in großer Gefahr befinden. Ich verstehe. Das ist tatsächlich beunruhigend. Wir werden vorsichtig sein und nach Fremden Ausschau halten. Hast du Hinweise auf die Herkunft des Angreifers? Es war also ein Scherge des galliischen Kaiserreichs. Hat der Marquess beobachtet? Welches Interesse könnten die Gallier an ihm haben? Es wird besser sein, wenn wir vorsorglich die Legion der Unsterblichen darüber in Kenntnis setzen, was hier vorgefallen ist. Macht das wohl gerne, der Sieur, wenn er müde ist, zu verwirren. Das macht der Shadow allgemein gern. Was für ein Glück, dass ich euch beide hier finde. Ich habe schon überall nach euch gesucht. Es tut mir leid, dass ich eure Ruhe stören muss, aber ihr könnt euch nicht länger vor dem Kaiserreich verstecken. Eorzea braucht euch. Wir müssen zusammenhalten. Cid Garland, ich habe schon viel von dir gehört. Deine legendären Fähigkeiten als Techniker sind für uns unverzichtbar. Dieser Mann erholt sich hier von dem Seelenschmerz, den er bei der Schlacht von Cartenau erlitten hat. Bitte, senkt eure Stimme. Eorzea braucht dich. Die Zeit der Ruhe ist vorbei. Cid ist also dein Name. Die Sachen gehören dir. Du hattest sie bei dir. Cid, ich wusste immer, dass du jemand Besonderes bist. In der kurzen Zeit, die du hier verbracht hast, warst du wie ein Sohn für mich. Dieses Glück kann mir niemand nehmen. Nun, kehre zurück in die Welt. Mein Sohn. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Alphinur Levelier. In Gedenken an meinen Großvater kämpfe ich zusammen mit dem Bund der Morgenröte gegen die Primae und die Galear. Von dem Angriff auf den Bund habe ich schon gehört. Ganz Uldar spricht davon. Sobald es geht, müssen wir unsere Freunde befreien. Aber die Lage ist schlimmer als gedacht, weil die Stadtstaaten viel zu lange damit beschäftigt waren, ihre Wunden zu lecken. Der Bund der Morgenröte war die einzige Bastion gegen die Primae. Diese Bastion ist gefallen.
Die Anführer des Bundes sind in der Hand der Galear. Nun ist niemand da, um die Götzen der wilden Stämme in Schach zu halten. Und ausgerechnet jetzt haben die Ixhal Garuda beschworen. Die Windgöttin ist unter allen Primae die wildeste und aggressivste. In ihrer Grausamkeit übertrifft sie sogar Ifrit und Titan, wodurch sie eine herausragende Stellung einnimmt. Wenn wir Garuda besiegen, müssen wir keinen der Primae mehr fürchten. Sie werden ihre Aura der Allmacht verlieren. Allerdings wird Garudas Altar von einer undurchdringlichen Sturmwand geschützt. Um da reinzukommen, brauchen wir ein Luftschiff. Dein Luftschiff, Sid. Ich habe ein Luftschiff? Ja, Sid. Die Enterprise. Kurz vor der Katastrophe ist sie von Gridania aus gestartet und dann verschollen. Mein Schiff. Oh. Wartet kurz. Der Kampf gegen die Primae währt schon viel zu lange. Es wird Zeit, dass Eorzea ihnen endlich die Zähne zeigt. Sie brauchen mein Luftschiff. Sie brauchen mich.